Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Grüß Gott und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten. Am heutigen Mittwoch haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Zweite Chance gefällig. Am Tag des Ausbildungsplatzes wirbt die Arbeitsagentur für schwächere Bewerber. Schule trifft Wirtschaft. Mittelschüler aus Durach erkunden Unternehmen in der Region. Und die alten Griechen in Memmingen, Elektra und Antigone im Landestheater Schwaben. Für Lehrstellensuchende könnten die Bedingungen im Allgäu derzeit nicht besser sein. Auf rund 3.250 Bewerber kommen über 4.800 Ausbildungsstellen, also ein Überschuss von 1.500 Stellen. Deshalb warb die Agentur für Arbeit heute am Tag des Ausbildungsplatzes gezielt dafür, auch schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben, dass auch Bewerber mit schlechteren Noten oder mit abgebrochener Ausbildung durchaus ein Gewinn für ein Unternehmen sein können, zeigt die Firma Franz Müller in Pfaffenhausen. Nach eigener Konstruktion Blechteile nach Maß fertigen. Darum dreht sich bei der Firma Franz Müller in Pfaffenhausen das Geschäft. Seit über 40 Jahren verarbeitet das Mittelstandsunternehmen besonders Edelstahl. Derzeit beschäftigt man hier auch zwei Auszubildende, die noch keine klassischen Lehrlinge sind. Denn sie durchlaufen die sogenannte Einstiegsqualifizierung, ein Programm der Agentur für Arbeit. Diese Einstiegsqualifizierung ist dazu da, um Jugendlichen, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht einen etwas holprigen Anfang finden, einen Eintritt ins Berufsleben zu ermöglichen. Die Einstiegsqualifizierung ist vor die eigentliche Ausbildung geschaltet, kann aber auch auf die Ausbildung angerechnet werden. Deswegen ist es ein wunderbares Mittel, um Menschen, die am Anfang Probleme haben, aber im Prinzip was leisten können, ins Berufsleben, in Ausbildung zu integrieren. Die Firma Franz Müller bildet zurzeit insgesamt 8 Lehrlinge aus. Bei alles in allem 40 Mitarbeitern, eine sehr gute Quote, meint man bei der Agentur für Arbeit. Doch dass hier in Pfaffenhausen eben nicht nur einser Schüler eine Chance bekommen, ist für die Inhaberin Petra Stecher ein echtes Anliegen. Also erstens mal denke ich immer an meine Zeit zurück, habe selber 2 Ausbildungen gemacht. Und zweitens habe ich auch 2 Söhne und weiß, dass man manchmal einfach Mentoren braucht, die jungen Leute heute fördern und mitziehen. Und manche schaffen es halt erst im zweiten Versuch oder mit einem bestimmten, ich nenne es immer Mentor, egal ob das ein Ausbilder ist oder ein Facharbeiter oder eine Kauffrau, die sich einfach um jemand besonders annimmt. Dieses Engagement sei vorbildlich, meint Peter Litzka, Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Deshalb verlieh er der Firma heute ein Ehrenzertifikat. Das bekommen jedes Jahr nur eine Handvoll Allgäuer Betriebe. Doch eine zweite Chance zu geben, lohne sich eben. Für Auszubildende und Unternehmen gleichermaßen. Ja, das wirkt schon. Weil, wissen Sie, früher, wo der Ausbildungsmarkt ein anderer war, wo es einen Überhang gab bei jungen Menschen und weniger Ausbildungsplätze, da war es leicht, den Schüler zu bekommen mit den guten Noten. Heute ist es so, dass sie Plätze nicht mehr besetzen können und dann muss man doch wirklich schauen, und ist eigentlich auch gut so, ob es nicht junge Leute gibt, die auf den ersten Blick nicht so überzeugen vielleicht, aber doch etwas auf dem Kasten haben. Dass viele diese Chance wirklich nutzen, das kann man auch bei der Firma Franz Müller gerne bestätigen. Denn in Pfaffenhausen hat schon mancher Auszubildende so doch noch den richtigen Dreh rausbekommen. Bevor es aber mit einem Ausbildungsplatz klappt, steht erst einmal die Frage an, wo und wofür bewerbe ich mich? Um bei der Antwort auf diese Frage zu helfen, hat die Mittelschule Durach jetzt ein besonderes Projekt ins Leben gerufen. Einen Tag lang besuchten die Schüler der 8. und 9. Klassen mehrere Unternehmen in der Region. Vor Ort konnten sie die Betriebe und deren Ausbildungsberufe hautnah kennenlernen. Wir haben die Tour begleitet. Der Schultag begann für die Duracher Mittelschüler gestern mal ganz anders als sonst. Statt in die Klassenzimmer zu gehen, stiegen die Schüler in Busse. Der Anlass war ein neuartiges Projekt zur Berufsorientierung. Die Schüler sind heute auf 4 verschiedenen Touren durch das Allgäu unterwegs. Sie sind jeweils bei 3 Betrieben.
und versuchen hier möglichst viele Einblicke in die Betriebe zu bekommen. Es standen die unterschiedlichsten Firmen zur Auswahl, vom Industriebetrieb über die Fachklinik bis hin zum Hotel. Dabei konnten die Schüler sich im Vorhinein über die Betriebe informieren und sich der Bustour anschließen, die ihren Interessen am nächsten kommt. Die Erwartungen an den Tag waren hoch. Ich erwarte halt, dass die das auch schön erklären und ich freue mich da schon drauf, dass die da also alles vorstellen und ja, da weiß man halt, welche Berufe man da reingeht und vielleicht wird man ja auch mal da reingehen. Ja, ich denke, das wird ganz interessant und lehrreich dann auch. Ja, also ich warte heute vom Tag, dass man Einblick in die ganzen Firmen bekommt und wie es da so abläuft. Ja, und ob es was für den Beruf dann mal wird. Der Bus Nummer 4 machte als erstes in Oberstdorf Station. Hier lernten die Schüler die orthopädische Fachklinik kennen. In kleinen Gruppen bekamen sie Einblicke in den Bäderbereich und die verschiedensten Therapiemöglichkeiten. Vieles durften sie selbst ausprobieren, lernten den Puls fühlen oder Blutdruck messen. Das kam bei den Schülern gut an. Ja, die Erfahrung war auch voll cool und die haben das uns auch, also die haben nicht nur geredet mit uns, sondern haben das uns auch mit den Geräten gezeigt. Das war voll interessant. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Man konnte einen großen Einblick in die ganze Firma oder in den Betrieb werfen und ich fand es auch sehr interessant. Mir hat es gut gefallen in der Klinik und ich fand das sehr interessant mit der Ergotherapie oder Ergotherapeutin, was man ausbilden kann. Und mir hat es viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Die Aktion bot den Schülern allerdings noch mehr Möglichkeiten als die Besichtigung der Betriebe. Wer wollte, konnte in einigen Unternehmen ein sogenanntes Speed-Dating machen. Ein kurzes Vorstellungsgespräch, bei dem sich die Schüler für ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle empfehlen konnten. Nikolas Jannes nutzte die Gelegenheit bei der Firma Hutamaki in Ronsberg. Der Neunklässler interessiert sich für die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print. Das kurze Vorstellungsgespräch mit Personalreferent Wolfgang Fischer war für ihn eine positive Erfahrung. Mir hat das sehr gut gefallen. Es war eine tolle Chance, das einfach mal so mitzukriegen, wie so ein Bewerbungsgespräch abläuft. Es war einfach auch locker gehalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. In Zeiten kleiner werdender Jahrgänge haben es die Unternehmen zunehmend schwer, qualifizierte Auszubildende zu finden. So freut sich auch das Unternehmen über diese neue Form der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft. Wir wollen junge Leute für unser Unternehmen gewinnen. Wir wollen sie interessieren, unsere Berufe vorstellen, weil wir leben auch von unserem Nachwuchs, den wir hier qualitativ sehr gut ausbilden können. Und das ist der Hauptgrund, weswegen wir hier uns auch gerne beteiligen an der Aktion und hoffen, dass wir die eine oder andere Resonanz natürlich bekommen in Form von Bewerbungen. Ganz offensichtlich ist die Premiere dieser neuen Form der Berufserkundung gelungen. Damit ist eine Wiederholung auch an anderen Schulen in Schwaben durchaus zu erwarten. Hier im Tal mag ja der Frühling angekommen sein, im Gebirge liegt aber noch viel Schnee. Diese Erfahrung haben zwei Urlauber in Schwangau gemacht. Sie wollten über die Marienbrücke auf den Tegelberg wandern. Auf 1600 Metern Höhe war in der Nordflanke aber Schluss. Zu hoch war der Schnee, zu anstrengend die Wanderung über das weglose Gelände. Das Paar setzte einen Notruf ab. Zunächst schickte die Bergwacht einen Retter zu Fuß los, weil aber die Gefahr einer Lawine zu hoch war, musste ein Rettungshubschrauber gerufen werden. Zwei Einsatzkräfte wurden abgeseilt. Sie betreuten die Urlauber, bis alle aus dem Gelände ausgeflogen werden konnten. Dann doch lieber im Tal die Sonne genießen. Ob das in den nächsten Tagen möglich ist, sehen Sie am Ende unseres Nachrichtenüberblicks kompakt. Den haben wir gleich für Sie. Sonderabfall. Ob fest, flüssig oder pastös. Dörr entsorgt alles. Dörr, immer eine saubere Lösung. Ziegel vom Ziegelwerk Klosterbeuren. Zukunft seit Jahrhunderten. Integrierte Dämmung geschützt im Ziegel, natürlich und ökologisch. Das ist der neue MZ7. Der MZ7. Die erste Wahl für Ihr Wohlfühlhaus. Der Kemptener Jazzfrühling. Täglich 16 Stunden live. Jazz und Blues. Über 90 Konzerte auf über 30 Bühnen und Musiker aus vielen Nationen. Thank you.
Traumhaft Reisen mit Arnold. Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Schluss mit dem Tarifdschungel. Klare Tarife und ein sicherer Wechsel mit Präg. Wir kümmern uns persönlich darum. Präg. Wir verstehen Energie. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Wonnemar, ein Tag wie Urlaub. Tauchen Sie ein ins Vergnügen und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Entspannen Sie im Sohlestollen oder im Thalassobecken und fühlen Sie sich danach wie neugeboren. Die Meldungen vom 17. April 2013. Versuchter Raubüberfall auf eine Frau gestern Abend in Kempten. Die 52-Jährige war am Göhlenbach zu Fuß unterwegs nach Hause, als ein Unbekannter sie ansprach und aufforderte, ihm die Handtasche zu geben. Nachdem die Frau nicht reagierte, richtete der Täter ohne Vorwarnung eine Schreckschusspistole auf sie und gab einen Schuss ab. Danach rannte er davon. Eine unbeteiligte Zeugin nahm zunächst die Verfolgung auf. Die Frau verlor den Mann aber aufgrund der Dunkelheit aus den Augen. Das Opfer erlitt wegen des Schussknalls ein Knalltrauma und musste ärztlich behandelt werden. Der Täter war ca. 15 bis 18 Jahre alt. Er war etwa 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß, hatte eine schlanke, schmale Statur und dunkle, kinnlange Haare. Bekleidet war der junge Mann insgesamt dunkel, maskiert war er nicht. Er sprach mit etwas tieferer Stimme in akzentfreiem Deutsch. Hinweise bitte an die Polizei. Das Ostallgäu ist in Sachen Krankenhäusern überversorgt. Diese Einschätzung äußert die Bayerische Krankenhausgesellschaft heute in einem Interview mit der Allgäuer Zeitung. 5 Standorte in Kaufbeuren und dem Landkreis seien nicht zukunftsfähig. Ziel müsse sein, die verbleibenden Betten räumlich sinnvoll aufzuteilen. Das hätten auch andere Landkreise schon getan. Morgen tagt der Verwaltungsrat der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Thema dabei ist vor allem die Frage, wie das Defizit von rund 13 Millionen Euro im letzten Jahr künftig deutlich verringert werden kann. Befürchtet wird, dass dafür auch wieder die Schließung einzelner Standorte diskutiert wird. Die Kemptner Kriminalpolizei warnt vor K.O.-Tropfen. Diese würden vor allem auf Partys immer häufiger eingesetzt, um andere Menschen bewusstlos zu machen. Oft steckten sexuelle Motive dahinter. Die Substanzen würden aber auch dazu genutzt, um die Betroffenen auszurauben. Problem: K.O.-Tropfen sind meist nur wenige Stunden nachweisbar. Bis Betroffene Anzeige erstatten könnten, seien sie oft nicht mehr nachweisbar. Deshalb gäbe es im Allgäu bisher auch keinen nachgewiesenen Fall. Die Polizei rät deshalb, auf Partys und in Lokalen keine offenen Getränke von Fremden anzunehmen und seine Gläser nicht aus den Augen zu lassen. Ein ungarischer Sattelzug hat gestern auf der B12 für erhebliche Behinderungen gesorgt. Der Fahrer hatte versucht, auf Höhe des Parkplatzes Geisenried zu wenden. Weil das aber in einem Zug nicht zu schaffen war, befuhr er das unbefestigte Bankett und versank mit den Reifen im weichen Untergrund. Weiterfahren konnte der Sattelzug erst, nachdem ein Abschleppdienst ihn wieder in die richtige Position gehievt hatte. Die B12 war deshalb fast 2 Stunden komplett blockiert. Der 40-jährige Fahrer musste wegen verbotenem Wendens auf der Bundesstraße 150 Euro Geldstrafe zahlen. Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer soll neuer Vorsitzender der CSU im Unterallgäu werden. Der bisherige Kreischef, der Bad Wörishofer Bürgermeister Klaus Holecek, will bei der Neuwahl im Juni nicht mehr antreten. Er kandidiert bei der Landtagswahl als Stimmkreiskandidat für Memmingen und hatte auch angekündigt, im Fall seiner Wahl dorthin zu ziehen. Franz Josef Pschierer erklärte sich bereit, den Vorsitz seiner Partei im Landkreis zu übernehmen, falls die Ortsvorsitzenden dies wollen.
Der Landkreis Lindau will die Untersuchungen zur Rindertuberkulose möglicherweise ausweiten. Bislang seien vor allem Tiere überprüft worden, die Kontakt zu Alpen haben oder deren Milch zu Rohmilchkäse verarbeitet wird. 872 Tiere in insgesamt 29 Betrieben seien bislang untersucht worden. 13 Einzeltiere hätten auf den Hauttest fraglich reagiert. Sie wurden gekeult. Weitergehende Untersuchungen sollen nun klären, ob sie tatsächlich an Rinder-TBC erkrankt waren. Abhängig von den Untersuchungsergebnissen sollen noch weitere Betriebe mit in die Tests einbezogen werden. Eine flächendeckende Untersuchung der 775 rinderhaltenden Höfe mit insgesamt etwa 30.000 Tieren sei aber nicht geplant, so das Lindauer Landratsamt. Wegen Körperverletzung muss ein Fan des FC Memmingen 4.000 Euro zahlen. Er hatte beim Regionalliga-Derby in Illertissen im Oktober letzten Jahres zweimal auf Ordner eingeschlagen. Beim ersten Mal wollte der Sicherheitsmitarbeiter den Mann davon abhalten, während des Spiels auf den Platz zu laufen. Er bekam einen Faustschlag verpasst. Als später Anhänger beider Vereine noch einmal aneinander gerieten, kam es erneut zum Handgemenge, bei dem erneut ein Ordner von dem FCM-Fan getroffen wurde. Das waren die Meldungen vom Mittwoch. Jetzt haben wir noch den Wetterbericht für Sie. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablonz und Mindelheim. Die Nacht zum Donnerstag wird trocken und weitgehend klar. Die Temperaturen sinken am Alpenrand auf 6 Grad und am Bodensee auf 12 Grad. Der Donnerstagvormittag ist sonnig und warm. Nur vereinzelt zeigen sich Wolken am Himmel. Die Werte steigen auf maximal 17 Grad. Der weitere Verlauf des Tages bleibt zunächst sonnig. Gegen Abend nehmen die Wolkenfelder aber zu und es kann örtlich Schauer geben. Am Freitag wird es durchwachsen und oft nass. Die Temperaturen kühlen deutlich ab auf höchstens 8 Grad. Am Samstagmorgen kann es bis in die Tallagen etwas Neuschnee geben. Der Sonntag bietet uns dann einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Die neue Woche wird dann aber wieder sonniger und wärmer. Die Menschen werden immer älter. Männer haben inzwischen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 77 Jahren, Frauen von 82. Durch diese Veränderung wächst aber auch der Bedarf an Mitarbeitern in sozialen und Pflegeberufen. Doch gerade dieser Berufszweig hat derzeit mit einem großen Fachkräftemangel zu kämpfen. Es fehlt nicht nur an jungen Auszubildenden. Viele ältere Mitarbeiter verlassen freiwillig ihren Beruf. Was Arbeitgeber und Ausbilder dagegen tun können, das stand gestern Abend in Immenstadt zur Debatte. Kaum schauen die ersten Sonnenstrahlen wieder hinter den Dächern hervor, kommt Leben in das Heinzelmann-Stift in Kaufbeuren. Und schnell wird klar, die rund 80 Bewohner brauchen nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Aufmerksamkeit, Beschäftigung, Gesprächspartner. Das wurde auch bei der gestrigen Podiumsdiskussion in Immenstadt immer wieder betont. Pflege sei einfach mehr als reine Versorgung. In diesem Punkt waren sich die Vertreter von verschiedenen Pflegeeinrichtungen, Krankenkassen, Politik und der alten Pflegeschule einig. Gerade deshalb seien verlässliche und gut ausgebildete Mitarbeiter auch so wichtig. Doch es werde immer schwieriger, Menschen für den Beruf des Altenpflegers zu begeistern und ausgebildete Mitarbeiter im Betrieb zu halten. Wir versuchen sehr, sehr stark die Attraktivität eines Betriebes herauszuheben und auch zu stärken. Also Mitarbeiter bleiben da, wo sie sich wohlfühlen. Und wo sie sich wohlfühlen, gefällt es ihnen auch. Und dazu gehören alle möglichen Sachen. Da gehört nicht nur ein gutes Team, sondern gute Arbeitsbedingungen, Familienfreundlichkeit im Betrieb, genauso wie tatsächlich ein schöner, attraktiver, also ästhetischer Arbeitsplatz. Viele Arbeitgeber setzen außerdem auf betriebliche Gesundheitsförderung. Die Nachfrage nach diesen Angeboten sei deutlich gestiegen, bestätigt auch Peter Eierstock von der AOK. Dabei wird zuerst die Arbeitssituation im Betrieb analysiert. Dann werden zielgerichtet Maßnahmen angeboten in Zusammenarbeit mit dem Betrieb für die Mitarbeiter oder auch für die Führungskräfte. Für die Mitarbeiter zum Beispiel in den Bereichen Bewegung, Entspannung. Also wenn wir beim heutigen Thema bleiben, sehr belastend für die Pflegekräfte sind ja Tätigkeiten, die auf den Rücken gehen. Dann ist eine entsprechende Maßnahme, eine orthopädische Rückenschule mit Fachbezug, also mit der Arbeit am Patient, am Pflegebett.
Diese Maßnahmen scheinen Erfolg zu haben. Ein Fachkräftemangel, wie er in vielen Betrieben bemängelt wird, sei bei der Caritas beispielsweise noch nicht zu spüren. Nein, wir bei uns gar nicht. Also wir haben derzeit in der Pflege, also es geht ja um Pflege, keinen offenen Stellen. Und wenn wir eine offene Stelle haben, weil wir bestimmte Mitarbeiter fördern und auch auf Weiterbildungen schicken, dann können wir in der Regel frei werdende Stellen relativ rasch besetzen. Annegret Fabridorner kann diese Einschätzung nicht teilen. Ihrer Berufsfachschule für Altenpflege in Immenstadt fehle es derzeit vor allem an jungen Auszubildenden. Die wenigsten Schulabgänger würden sich für den Beruf des Altenpflegers interessieren. Ein Trend, dem man dringend entgegenwirken müsse, betont die Schulleiterin. Der eine Faktor ist natürlich, dass man Ausbildungsbedingungen schafft, die angenehm sind. Das andere ist sicherlich ein Stück weit auch die finanzielle Vergütung, wobei ich die nicht als das große Problem ansehe. Und ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass dieses Image, was wir von der Pflege haben, ein anderes werden muss. Pflege ist mehr als Hintern wischen und füttern. Und das muss auch in der Öffentlichkeit so kommuniziert werden. Von Seiten der Politik wünsche man sich vor allem eines: mehr Geld für die Pflegeeinrichtungen, damit es denjenigen zugutekommen kann, die sich täglich um ältere Menschen kümmern. Kaufbeuren wird zur singenden Stadt. Beim Tänzelfest soll ja, wie berichtet, die Carmina Burana von Karl Orff aufgeführt werden. Dafür wird schon fleißig geprobt. Falls Frauen und Trinken zu ihren Vorlieben gehören, dann ist vielleicht die Probe jetzt am Samstag speziell für die Männerstimmen was für sie. Da sind alle Tenöre und Bässe gefragt. Es geht um die Männerchöre, die sich größtenteils in der Taverne abspielen. Und da geht's nun mal um Liebe, Frauen und Trinken. Die Männerchorprobe findet diesen Samstag von 14 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich statt. Alle Informationen rund um das Projekt Singende Stadt finden Sie im Internet unter www.kulturring-kaufbeuren.de. Und auch nach der Werbung widmen wir uns der Kultur, und zwar mit einem griechischen Star. Bleiben Sie dran! Grenzenlos in Bayern und Oberösterreich. E-Biken zu den schönsten Naturschauplätzen. Geschichte und Innsbrucker Gastfreundschaft warten auf Sie. Radgenuss entlang der Donau, Kultur in Linz. Holen Sie sich Ihre grenzenlosen Urlaubsinformationen unter www.radfahren.at. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse. Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Servus. Ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und wenn ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Sophokles war so etwas wie ein Star unter den Theaterautoren im antiken Griechenland. Weit über 100 Stücke hat er vermutlich geschrieben und seinerzeit jede Menge Preise gewonnen. Und auch heute noch wird er immer wieder auf die Bühne gebracht. So auch ab kommendem Freitag vom Landestheater Schwaben in Memmingen. In diesem Fall sogar gleich mit zwei seiner wohl bekanntesten Stücke. Zur Aufführung kommen Antigone und zuvor Elektra. Bei deren Probe waren wir mit dabei.
Gut 2400 Jahre hat jedes der Theaterstücke bereits auf dem Buckel, sowohl Antigone als auch Elektra. Beides sind antike Tragödien des griechischen Dichters Sophokles und beide enden mit reichlich Toten. Aber das sind nicht die einzigen Gemeinsamkeiten. Der Gedanke war, zwei große antike Frauengestalten an einem Abend gemeinsam vorzustellen, um so verschiedene Perspektiven auf das Thema zu bekommen, wie versuchen Frauen in einer Umgebung zu überleben, die weitestgehend von Männern, männlichem Denken, Fühlen und Handeln dominiert wird. Eine weitere Besonderheit dieser Aufführung: Zuschauer und Schauspieler tauschen die Plätze. Gespielt wird überwiegend im Zuschauerraum, während die Besucher auf der Bühne Platz nehmen. Das verfremdet und schafft damit Distanz zu dem, was im Schauspiel stattfindet. Es wird deutlich, das, was auf der Bühne passiert und was im Publikum passiert, ist letztlich dasselbe. Das gehört zusammen. Es ist weiterhin ein Hinweis darauf, dass heute, man denke nur ans Internet, der öffentliche Raum eine immer größere Bedeutung bekommt. Man könnte auch sagen, dass er sich wie das Universum immer weiter ausdehnt und, wenn man will, sogar das Private allmählich verschluckt. Entsprechend sieht man in diesen beiden Aufführungen auch, wie der Chor, der jeweils aus drei Leuten besteht, ständig sozusagen mit der Nase dabei ist, wenn andere Menschen ihr Schicksal verhandeln. Die Handlung von Elektra: Sie trauert um ihren Vater, der von ihrer Mutter und deren Liebhaber ermordet wurde. Elektras Bruder Orestes flieht und täuscht seinen Tod vor, um nicht dasselbe Schicksal zu erleiden. Doch schließlich gibt er sich seiner Schwester zu erkennen und tötet erst seine Mutter, dann den Liebhaber. Wenn man sich anguckt, wie in diesen beiden Stücken die Menschen miteinander umgehen, was sie umtreibt, wie sie es immer wieder zu verstehen wissen, einander zu schaden, sich nicht näher zu kommen, sich nicht zu helfen, wie sie Intimität vermeiden oder verraten, dann kommt einem allein das schon recht zeitgemäß vor. Wenn man weiter sieht, wie hier im Falle von Antigone persönliche aufrichtige Gefühle zugleich instrumentalisiert werden im politischen Kampf, kommt einem das auch modern vor, etc., etc. Eine andere Besonderheit wird aus Filmaufnahmen entstehen, die bei einer der vergangenen Proben gemacht wurden. Aus dem wird eine Auswahl getroffen und diese Auswahl wird in der Pause zwischen den beiden Stücken Elektra und Antigone im Foyer gezeigt. Sodass wir also nicht nur bei dieser Produktion die Theaterbühne als Horizont haben, sondern auch den Film. Und hinzu kommt noch die bildende Kunst. Der Maler Stefan Porkott benutzt auch den Film, um daraus Bilder zu gewinnen, die er auf eine Leinwand aufträgt. Über diese Leinwand sind zuvor die Zuschauer in unser Theater gekommen. Premiere feiern die beiden Tragödien am kommenden Freitag. Der Beginn ist für alle Aufführungen bereits um 19 Uhr und damit etwas früher als sonst. Waren Sie schon mal in Afrika? Ich nicht, aber zwei Schülerinnen aus Kempten, Maria und Carla, waren im Rahmen ihres P-Seminars dort und haben sich in Senegal einige Projekte des Förderkreises Zukunft für Afrika angeschaut. Warum sie die Reise gemacht haben und welche Eindrücke die Schülerinnen mit nach Hause gebracht haben, erfahren Sie morgen Abend bei uns. Außerdem freuen wir uns über Post von Ihnen in elektronischer Form. Für die Kindergalerie bei Treffpunkt Gesundheit dürfen Sie uns gerne Fotos Ihrer Kinder schicken, egal ob das Babybilder sind, vom Geburtstag oder beim Spielen. Die Fotos schicken Sie dann an redaktion@tv-allgäu.de. Wie die Kindergalerie aussieht, können Sie sich gerne auf unserer Homepage anschauen. Unter www.tv-allgäu.de finden Sie die letzten Ausgaben von Treffpunkt Gesundheit. Schönen Abend noch, genießen Sie Ihren Feierabend, für Gott und auf Wiedersehen.